die Dokumentation der Lernstandsbeurteilung über die Elbe-App zusammen mit der Verknüpfung des FSO Mobile. Sie gehen also in einen Fahrschüler Ihrer Wahl, tippen den an, beginnen dann hier unten über den Knopf die Fahrstunde. Die Schülerdaten werden registriert und Sie sehen hier dann die vier neuen Lernstandsbeurteilungen, klicken dann auf das System zum Beispiel Basisausbildung und sehen anhand hier oben den Lernverlauf und Ihre Beurteilung jeweils nach dem Smiley-Prinzip und das wird dann dementsprechend in das System übertragen. Wenn Sie also jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich gebe ihm heute einen gelben Smiley durch draufschieben und würden dann die Basisausbildung dementsprechend beenden, Fahrstunde beenden, wird dieses dann übermittelt. Und Sie können dann anschließend, wenn Sie in die FSO Mobile App gehen, bei der Planung einer Fahrstunde direkt auf den Lernstand zugreifen. Sie möchten also eine Fahrstunde planen, wählen dementsprechend diesen Schüler aus und haben jetzt bei der Planung der Fahrstunde schon wieder über den Sprungziel Ausbildung direkt Zugriff auf die Daten. Sie sehen hier oben rechts befindet sich im Feld Ausbildung ein Stern. Dort können Sie die elektronische Lernstandsbeurteilung von dem jeweiligen Schüler dann einsehen und sehen hier, jawohl, wie ist der Reiz der Lernstand. Und haben dann jederzeit bei der Planung die Möglichkeit, über dieses Sprungziel direkt ohne weitere Umwege auf den elektronischen Lernstandsbeurteilung zuzugreifen. Eine weitere Möglichkeit, den Lernstand aus Elbe einzusehen, befindet sich auch direkt beim Fahrschüler. Sie wählen den Fahrschüler Ihrer Wahl aus. In dem Fall habe ich hier den Herrn Degener. Den Herrn Degener wähle ich hier aus, kann dann auf das Feld Ausbildungen gehen und finde über Ausbildung hier oben auch wieder über Stern den Lernstand der elektronischen Lernstandsbeurteilung, ohne weiter auf die Elbe-App zugreifen zu müssen. Viel Erfolg bei der Umsetzung im Elbe-System. Bis zum nächsten Videotutorial.